Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raum für Notizen. Ich bin Divina Kwan und freue mich heute ganz besonders, Alice Haster bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist Journalistin und hat unter anderem in Köln und in Hamburg gearbeitet für die Tagesschau und den RBB und betreibt auch einen kulturpolitischen Podcast mit Maxi Hecke zusammen. Jetzt hat sie auch noch ein Buch verfasst, das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen, aber sollten. Herzlich willkommen, Alice Hasters. Hallo. Hallo. Na? Was möchtest du trinken als allererstes? Eine Rhabarberschorle. Mhm. So, dann erzähl mir doch mal ein bisschen über dein Buch. Das ist ja ein Buch, was extrem viel Aufklärungsarbeit leistet. Und ich habe das gelesen und dabei gedacht, okay, endlich mal ein Buch, wovon ich denke, sollten alle Menschen, die der deutschen Sprache mächtig sind, lesen, damit sie auch verstehen, was sie überhaupt motiviert, teilweise so zu denken oder so zu handeln. Für unser Publikum erstmal ganz kurz, das hier ist das Buch, von dem wir sprechen. Genau. Hier wunderbar mit Alice vorne auf dem Cover. Ja. Ja, also es leistet eben Aufklärungsarbeit, aber es ist gleichzeitig auch ein sehr empowerndes Buch. Mhm. Also es gab Momente, wo ich dann gedacht habe, aha, jetzt einfach mal von deinen persönlichen Erfahrungen zu lesen. Du schilderst quasi strukturelle systemische Ungleichheiten, Rassismus im Alltag, im Großen wie im Kleinen und auch eben Mikroaggressionen, die du erlebt hast. Und das zu lesen, hilft ja teilweise auch anderen Leuten dann zu verstehen, sie sind nicht allein. Ja. Und war das auch so angedacht von dem Buch her? Das war mein Ziel eigentlich. Also der Titel verrät es natürlich nicht ganz, was da, was du gerade sehr gut zusammengefasst hast, was dahinter steckt. Und zwar, dass ich wollte das genau kombinieren, dass es eigentlich ein Buch ist, wo alle Leute, egal was für ein Verhältnis oder wie sie sich verorten im rassistischen System, dass sie irgendwas daraus ziehen können. Für die einen eben, dass sie was lernen können und für die anderen, dass sie sich vielleicht wiederfinden können in diesen Geschichten. Und deshalb war es mir wichtig, zum einen das Persönliche zu erzählen, aber auch das nicht nur als Anekdote stehen zu lassen, sondern auch das weiter zu erklären und das große Ganze dahinter zu erklären. Mhm. Ja, es ist auch eben genau diese interessante Kombination, was du jetzt gerade auch angesprochen hast. Wir haben halt total viele Hintergrundinformationen einerseits drin, die aber verwoben sind mit deinen persönlichen Erfahrungen und dann gleichzeitig aber quasi auch wirklich, also sehr persönlich, was Familie angeht, dein Freund wird sogar teilweise auch erwähnt, deine Geschwister werden erwähnt und dann geht es aber auch wirklich zurück in Schule, Alltag, die USA und Deutschland. Also du hast diese ganzen Themen so sehr gut zusammengefasst. War das im Schreibprozess etwas, was du erst bemerken musstest, dass es so funktioniert oder hast du das von vornherein schon so überlegt gehabt? Also die Struktur des Buchs, die ist ja aufgeteilt in fünf Teile. In fünf Kapitel, genau. Genau, also das eine ist Alltag, dann kommt Schule, dann kommt Körper, dann Liebe und dann Familie. Genau, und das war eigentlich recht intuitiv, das stand von Anfang an. Also irgendwie wusste ich ziemlich genau, dass das die Orte sind oder die Bereiche, die ich irgendwie beleuchten möchte und wo ich Rassismus in meinem Leben auch verortet habe, wo er mir begegnet ist oder wo es ein Thema ist. Mhm. Und deshalb war das zuallererst da und erst beim Schreiben habe ich gemerkt, wie viel da eigentlich drin steckt. Mhm. Also irgendwie, muss ich sagen, ging diese Aufteilung oder diese Struktur erstaunlich schnell. Ja? Ja. Okay, weil ich war davon total fasziniert. Ich habe gedacht, wie sie das jetzt hier hinbekommen hat, ist alles so zu verweben. Ne? Also du hast ja oft in den Kapiteln am Anfang so eine Art Anekdote oder einen Erfahrungsbericht von irgendetwas, was passiert ist, wo man dir dann sehr nahe kommt. Dann geht es quasi in den Hintergrund und dann wird es vernetzt. Dann gibt es richtig geschichtliche, noch auch Fakten, die dann eingewoben werden. Und dann kommst du zurück wieder zu der anfänglichen persönlichen Geschichte. Ich dachte, oh mein Gott, das muss ja total die Arbeit gewesen sein, das sozusagen so zu verweben.
Mhm. Weil wir dann eben auch so große Themen, also du hast dann zum Beispiel bei dem Kapitel Schule über dann den Stereotype-Thread geschrieben. Ja. Und das war natürlich aber auch verwoben mit, wie du dich gefühlt hast damals in der Schule. Ja? Ja. Also dass du halt teilweise gezweifelt hast, ob du intelligent genug bist, ob du gut genug bist und so weiter und so fort. Und das dann aber von deinem Persönlichen wieder aufs Allgemeine bezogen und gesagt, das gibt ganz vielen Menschen aus marginalisierten Gruppen so, weil sie eben immer befürchten, dass sie quasi als Fallbeispiel für eine gesamte Gruppe wahrgenommen werden. Genau. Ne? Und dadurch eben den Druck ja auch nochmal ganz anders spüren. Genau, ich glaube, also ich muss sagen, dass ich natürlich, dass diese persönlichen Geschichten, die standen natürlich zuerst oder da habe ich gemerkt, ich habe quasi so innerlich so ein bisschen gescannt und geguckt, wo sind meine Fragen, wo sind vielleicht auch meine Wunden. Und zum Beispiel war ganz klar, dass Schule auf jeden Fall rein muss. Und zum einen das, was man in der Schule lernt, was irgendwie zu wenig ist, finde ich, über Kolonialgeschichte oder über Rassismus und die Entstehung von Rassismus. Aber auch eben um das, was du gerade benannt hast, dieses große Thema Intelligenz und dieses Gefühl, dass ich nicht intelligent genug bin und woher eigentlich dieser Minderwertigkeitskomplex kommt, wer mir den eingetrichtert hat, wo ich mir den eingefangen habe. Und dann war es natürlich auch auf der einen Seite total interessante Recherche, aber auch gleichzeitig auch heilend für mich zu wissen, aha, hier gibt es irgendwie, so ist das entstanden, dass Leute auf einmal versucht haben, Intelligenz so zu instrumentalisieren, dass man, dass das irgendwie günstig ist fürs rassistische System und Leute zu klassifizieren in intelligent und unintelligent aufgrund ihrer Rassifizierung und so. Und genau, also von daher muss ich sagen, dass diese Recherche auch, also da meine persönlichen Anekdoten mit Fakten zu unterfüttern, mir natürlich auch total persönlich geholfen hat. Ja. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass es auch anderen Leuten hilft. Genau, das war eben auch mein Eindruck, weil ich so dachte, ganz oft hast du auch Dinge benannt, von denen ich jetzt persönlich zum Beispiel einfach schon wusste, sie existieren, aber ich hatte das Wort nicht zwangsläufig parat dafür. Mhm. Oder ich wusste halt, gewisse Situationen entstehen, aber wie exakt die jetzt zustande gekommen sind oder warum ich jetzt da stehe und mich schlecht fühle oder mich verteidigen muss so, oder halt auch Rassismus an anderen Leuten dann sehe, war mir dann nicht so ganz klar, wo ist eigentlich die Wurzel dazu. Ja. Und beim Thema Schule, da hattest du dann auch so ein Kapitel drin, wo es eben um das Zeitalter der Rassifizierung ging und du dann drüber geschrieben hast, dass es ja auch extrem das deutsche Konstrukt ist, was halt auch von deutschen Philosophen und Wissenschaftlern überhaupt erst ins Leben gerufen wurde. Ja. Und wie wir da eigentlich dieses Erbe tragen, was aber dann immer überschattet wird von dem Zweiten Weltkrieg und vom Holocaust und das dann so in die Ecke gedrängt wird, auch weil es natürlich immer noch ein System ist, von dem wir profitieren bis heute. So, ne? Ja. Und ich muss nur kurz sagen, also es ist ein deutsches Konstrukt auf jeden Fall, es ist aber ein gesamteuropäisches Konstrukt. Ja. Also ich habe mich auf die deutschen Philosophen konzentriert, weil wir die eben, also so jemand wie Kant oder so, Immanuel Kant, ich erinnere mich, dass der total eine große Rolle gespielt hat im Deutschunterricht und war sehr überrascht zu sehen, was er denn alles sonst noch geschrieben hat. Und das sind sehr rassistische Sachen. Mhm. Und die aber ja so geschrieben sind, als ob sie wissenschaftliche Fakten seien. Mhm. Also haben die Deutschen auf jeden Fall dazu beigetragen, diese Verwissenschaftlichung von Rassismus voranzutragen. Aber das gab es auch in Holland, in Schweden, in Frankreich, also überall. Aber dadurch, dass Kant so der Vater der Aufklärung und so und gerade die Aufklärung immer so genannt wird als das Zeitalter der Vernunft und so, dann muss man, da finde ich, ich war richtig sauer, als ich irgendwie nochmal recherchiert habe und gesehen habe, wie kann man, wenn man über die Aufklärung lernt, nicht erwähnen, dass diese ganzen Sachen Menschenrechte und diese ganzen Ideen von der freie Mensch nicht für alle Menschen gedacht waren, sondern eigentlich nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Und in dem Fall zu der Zeit waren das halt weiße Männer und alles andere wurde so designt, dass die eben keinen Zugang haben sollten zu diesen Sachen.
Und ich finde, es ist so ein wichtiger Bestandteil dieser Zeit und wir lernen einfach nichts darüber. Ja, und ich fand auch jetzt in deinem Buch, weil es eben auch so gut aufgeteilt war, merkt man auch nochmal, in welche Gebiete des Lebens sich das auch reinzieht. Also nämlich in alle Gebiete eigentlich. Ja. Ne? Und dass man dann auch teilweise, ich habe dann gedacht, also wie du dich vielleicht beim Schreiben gefühlt haben musst, weil ich so dachte, du bist dann ja nochmal auch wirklich in die Materie eingestiegen und hast ja auch teilweise nochmal Erfahrungen wieder rausgeholt von früher, die vielleicht ja auch schmerzhaft waren für dich und die du dann nochmal durchgearbeitet hast, eben auch für dieses Buch. Und dann gehst du auch rein in gewisse Beispiele, zum Beispiel in dem Kapitel Körper geht es auch um Schönheitsideale und so weiter, ne? Wo man dann merkt, okay, es gibt keinen Bereich des Lebens, der ausgespart wird eigentlich. Und wie mächtig auch White Supremacy einfach ist in der Hinsicht. Also, dass sich das, das etabliert wurde und so stark verankert ist, dass man sich extrem schwer dagegen wehren kann auch. Ne? Also ich habe dann das Beispiel, war mir dann so präsent, wo du von Bleichcremes sprichst. So, ne? Und auf den Philippinen zum Beispiel, wo jetzt meine Familie herkommt, sind die total verbreitet. Ja, also sozusagen die hellere Haut gilt als das absolute Standard- und Schönheitsideal dort. Ne? Und gerade in Philippinen, im asiatischen Raum, sind die meisten Menschen eher dunkler von der Haut. Ne? Und dass es aber überhaupt nicht hinterfragt wird auch. Ne? Ja. Also medial überhaupt nicht hinterfragt wird, auch von PolitikerInnen oder SchauspielerInnen nicht hinterfragt wird. So. Das fand ich ja irgendwie auch schon mal schockierend. Und dann habe ich aber auch so gedacht, okay, wenn alle Teilbereiche mit einbezogen sind, wie geht man damit um, dass man nicht auch in so eine Ohnmacht verfällt? Ne? Also oft gibt es ja auch so einen Erschöpfungszustand, wo man dann merkt, okay, wenn es überall ist, was kann ich überhaupt noch tun? Ja. Ne? Und da wollte ich auch noch mal fragen, wie du damit dann umgehst. Also hast du auch solche Momente gespürt beim Schreiben oder hast du dann gemerkt, so, ich bin gerade einfach zu erschöpft oder zu fertig? Also es ist ein, genau, ich glaube, dass ich habe dieses Buch zu einer Zeit geschrieben, wo ich das Glück hatte, auf total viele Sachen zurückgreifen zu können. Ne? Also eigentlich musste ich ja keine, also ich musste die Sachen zusammentragen und irgendwie verknüpfen, aber vor mir haben viele Leute dieses Thema auch schon behandelt und ich konnte auf viel Literatur zurückgreifen oder eben, man muss es quasi nur finden. Man muss halt quasi finden, dass es sowas gibt wie Stereotype Threat. Und denkt, aha, jemand hat es schon mal benannt. Ja. Ich wusste es noch nicht. Und die, also das heißt, das wirkliche Wissen zusammentragen, das war eigentlich eher so eine, sag ich mal, so eine technische Sache, dass ich einfach viel lesen musste. Aber das, was sehr viel anstrengender war, war wirklich diese emotionale Seite, die du gerade angesprochen hast. Also, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. und zwar diese Erinnerung nochmal durchzukauen. Vor allen Dingen, weil das ja, wenn man sich das mal so durchliest, sind das oft Dinge, die wenn man sie so aufschreibt, dann sind sie ziemlich lang, dann kommen sie einem ziemlich lang vor. Aber wenn man sich mal überlegt, diese Situationen waren eigentlich so ganz klein und sind binnen Sekunden vorbei gewesen, dass jemand mir einfach einen blöden Spruch gedrückt hat oder weiß ich nicht, erzähl über ja unterschiedliche Situationen, die aber nicht lange gedauert haben. Und weil sie so flüchtig waren, ich irgendwie gedacht habe, ja, vielleicht war das auch nichts oder vielleicht übertreibe ich auch. Also Erinnerungen sind ja auch so was Unzuverlässiges. Und, und ich hatte auch immer so Angst, dass ich irgendwie mich falsch daran erinnere. Und dann habe ich aber auch wiederum gemerkt, dass das auch wieder internalisierte Unterdrückung ist in der Hinsicht, dass ich schon mein ganzes Leben lang gelernt habe, diese Dinge halt nicht ernst zu nehmen. Daran zu zweifeln auch. Daran zu zweifeln. Wichtig sie sein dürfen auch, und zu denken, es sei alles in Ordnung und so weiter. Dass das ein ganz großer Teil ist, von dem ich mich wirklich versuche zu lösen, auch im Prozess des Schreibens davon lösen musste und mich selber und diese Gefühle auch ernst zu nehmen. Weil ich dachte, warum erinnere ich mich denn noch an diesen Einspruch oder an diese Situation? Warum bleibt mir das noch hängen und warum steigt mir jetzt schon wieder die Wut auf oder kommen mir die Tränen, wenn ich daran denke? Also das muss ja irgendwas bedeuten. Ich mache das ja nicht mit Absicht. Ich wünschte mir ja auch, dass mich das nicht verletzt hätte. Ja. Ja. Und genau, also von daher war das auf jeden Fall so, dass ich in den ersten Schritten, glaube ich, sehr viel zaghafter geschrieben habe und sehr viel mehr relativiert habe und immer schreiben wollte. So, irgendwie wollte ich immer danach noch schreiben. Aber so schlimm war es ja gar nicht. Also mir geht es ja gut. Also es ist ja nicht so, als ob es voll schlimm wäre. Also irgendwie wollte ich immer noch mal so Leute beruhigen.
Und es hat ein bisschen gedauert, das abzulegen und wirklich zu sagen, nee, ich lasse es jetzt einfach so. Ja. Und wenn sich irgendjemand unwohl fühlt oder mir irgendwie nicht glaubt, dann ist das... Ist es deren Problem in dem Fall auch. Ja. Genau. Ja, du hast auch diesen schönen Satz da drin, wo du auch sagst, dass du jetzt versuchst, quasi auch wirklich den Aggressoren in dem Moment schon mitzuteilen, was sie in dir auslösen oder was sie für eine Verletzung gerade auslösen, anstatt das immer mit dir rumtragen zu müssen. Weil du hast sogar auch wirklich aufgezählt, was das für Auswirkungen haben kann. Oder dass es halt viele Menschen, die ständig Rassismuserfahrungen machen, dann unter Depressionen leiden, Müdigkeit, Wut natürlich auch, chronische Erschöpfung und so weiter. Und dass es oft daran liegt, dass eben das auch nicht in dem Moment verhandelt wird, quasi dann halt mit sich rumgetragen wird und davon ausgegangen wird, es muss okay sein irgendwie. Ja. Ne? Und da hast du auch geschrieben, dass es einfach wahnsinnig viel Mut erfordert, erstmal diesen Schritt zu machen, aber es sich eben auch lohnt. Ja. Also diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, den finde ich auch sehr schön, dass er so im Buch auch nochmal stattgefunden hat dann und man das so richtig spürt, wie du da rausgewachsen bist und dann jetzt sagst du, es reicht und ich gehe damit jetzt anders um quasi. Ja. Was eben für viele LeserInnen auch sehr wichtig ist. Ne? Ja. Also auch festzustellen, man wird nicht zwangsläufig als diese Person geboren, die damit sofort perfekt umgehen kann, so, sondern man muss es auch erstmal lernen. Ne? Das sind ja, man wird ja auch eigentlich, also wenn man nicht, man wird ja auch bestraft sozusagen, wenn man das macht. Also die Leute werden einem mit sehr viel, mit krassen Emotionen vielleicht begegnen oder deine Wahrnehmung negieren oder anfangen zu weinen oder sagen, das ist voll gemein, dass du mir jetzt Rassismus unterstellst. Also es ist in den seltensten Fällen so, dass wenn man irgendwie versucht, was zu sagen oder dagegen zu halten, dass Leute sagen, ach so, Entschuldigung, das wusste ich nicht, sondern sich eigentlich, egal wie klein oder groß die Situation, sich eher vehement dagegen sträuben, das anzunehmen, dass hier irgendwie, dass deren Handlungen oder die Situation, die aufgekommen ist, in irgendeiner Form Rassismus beinhaltet oder so. Also deshalb habe ich, so wie alle anderen wahrscheinlich auch gelernt, okay, über Rassismus spricht man nicht und ich spare mir eigentlich ganz viel Arbeit und Mühe und vielleicht Energie, wenn ich eben nichts sage und das einfach bei mir behalte. Ja. Das heißt, auch dafür ist, glaube ich, Wissen, also auch faktisches Wissen, total hilfreich, damit man überhaupt durch diese Situation kommt, weil wenn man weiß, dass das passiert, wenn man diese Dynamik irgendwie mal benannt hat und auch darüber lesen kann, dass das passiert, dann fühlt man sich ja auch viel besser vorbereitet. Ja. Genau, deshalb war es mir auch wichtig, dass es ja eigentlich, daher kommt ja eigentlich dieser Titel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Genau, weil meine Erfahrung ist, dass Leute das halt nicht erstmal nicht wissen wollen. Ja. Und das ist auch der Luxus, den weiße Menschen halt natürlich haben oder den, das Privileg, dass sie das ignorieren können. Und diese Ignoranz, Rassismus zu ignorieren oder jegliche Diskriminierung zu ignorieren, in diesem Fall Rassismus zu ignorieren, ist, trägt halt total bei, um ein rassistisches System aufrechtzuerhalten. Ja. Nicht nur die Leute, die absichtlich und böswillig Rassismus reproduzieren, sondern auch diejenigen, die halt eben nichts tun und wegschauen und so tun, als ob sie nichts damit zu tun hätten. Ja. Das ist, glaube ich, und es sind, glaube ich, eigentlich die Leute, die es gerne ignorieren wollen, die ich versuche, mit diesem Buch anzusprechen. Mhm. Also die weißen Leute, die es vielleicht lesen, ja. Ja, genau. Ja, zu dem Thema fand ich es auch spannend, dass du so ein bisschen den Modus oder den Schreibstil geändert hast in dem Kapitel Liebe. Ja. Und da gibt es in dem Kapitel Liebe einmal einen Brief an deinen Freund, dann gibt es eine Sektion über Dating-Apps und dann gibt es noch Nächstenliebe. Ja. Und ich fand es interessant, weil die auch alle so ein bisschen miteinander vernetzt sind auf eine Art. Mhm. Und ich dachte auch gerade, also gerade der Brief an deinen Freund, den fand ich extrem gut und auch sehr interessant zu lesen, weil du da sehr klar auch schreibst oder schon absehen kannst, was alles passieren wird. So, ne? Und das ist wie so eine Art Warnung auch ein bisschen an deinen Freund geschrieben war, mit diese Dinge könnten passieren, wenn sie passieren, bitte weiß jetzt schon, so und so solltest du dich verhalten, etc. etc. Aber das war auch interessant für mich dann zu überlegen, okay, das bedeutet ja auch, dass in dem Fall dein weißer Freund jetzt in eine Situation gebracht wurde, wo er eben diese Ignoranz nicht mehr weiter leben kann oder halt auch nicht mehr mit dieser Bequemlichkeit leben kann, mit der viele andere weiße Menschen ja leben können, weil sie sich nicht bemühen müssen, weil sie einfach denken, naja, es betrifft mich nicht, ich bin ja ein guter Mensch, ich habe nichts Schlimmes gemacht. So. Und auf einmal ist da eine Person
Du schreibst ja auch sogar, das ist ja auch ein feministischer Mann und antirassistisch etc. Mhm. Aber der sich jetzt auf einmal aktiv damit auseinandersetzen muss, was es eben bedeutet, mit einer Person zusammen zu sein, die öfter Rassismuserfahrungen macht und die ein anderes, ja, sozusagen eine andere Position in der Gesellschaft einnimmt als er, ne? Mit anderen Privilegien und so weiter. Und da habe ich mich schon gefragt, naja, das ist halt ein sehr spezielles Konstrukt, weil ihr halt im Team seid miteinander und da euch Liebe verbindet so. Aber was müsste eigentlich passieren, damit es mehr Menschen, wie jetzt deinem Freund, so geht, dass sie aus der Bequemlichkeit rauskommen? Also, dass sie halt merken, ich habe eine Verantwortung. Ne? Ich muss eigentlich aktiv werden, ich muss was tun, weil ich privilegiert bin, weil ich auch mehr Zugang habe zu gewissen Orten und mehr Möglichkeiten, was zu verändern teilweise auch. Ne? Also, ich glaube, genau, mein weißer Freund in der Hinsicht hat ja Glück, weil er jetzt irgendwie jemanden wie mich quasi an der Seite hat, der ihm sehr liebevoll eingestellt ist und irgendwie dann auch die Geduld mitbringt. Mhm. Und weil ich diese Person liebe, auch irgendwie denke, es lohnt sich vielleicht da in einer Form Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm. Deshalb kann er eigentlich von Glück sprechen, sozusagen. Mhm. Auch wenn viele Leute, die dieses Kapitel gelesen haben, gedacht haben, oh Gott, der arme Freund. Aber ich denke so, eigentlich kann er sich halt glücklich schätzen. Ja. Und diejenigen, die natürlich jetzt irgendwie diese Person nicht unbedingt haben, da ist halt, ich glaube, ich mache mir halt genauso wie, also die Lösung habe ich noch nicht gefunden, wie das andere Leute, die vielleicht nicht so einen Zugang haben oder die irgendwie nicht eine Person haben, die ihnen irgendwie permanent so Sachen erklärt mit viel Geduld und so, wie man die quasi abholt. Mhm. Ich habe gedacht, okay, ich schreibe mal ein Buch, vielleicht ist das. Mal, genau, ja, das hilft auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, ich habe so ein bisschen diese Theorie, dass es so ein bisschen so eine, ich hoffe so ein bisschen auf so eine Chain of Information, also so eine Verkettung, weil natürlich viele Leute haben auch gesagt, diejenigen, die es am ehesten lesen müssten, die werden dieses Buch ja nicht lesen, weil sie interessiert das ja so nicht, ohnehin nicht, deshalb haben sie ja gar kein Interesse, dieses Buch zu lesen. Mhm. Aber dann denke ich ja, okay, aber diese Leute kennen vielleicht Leute, die sich ein bisschen dafür interessieren. Mhm. Und die reden dann mit den Leuten, die sich gar nicht interessiert oder so. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, dass es so eine dass Leute einfach wirklich miteinander reden müssen und dass das auch nicht nur diejenigen machen müssen, die davon betroffen sind. Mhm. Also das ist halt auch immer so ein bisschen so ein Trugschluss, dass diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, auch diejenigen sind, die die Aufklärungsarbeit leisten müssen. Die können es halt in der Hinsicht zuerst machen, weil sie halt einen Erfahrungsschatz haben, auf den sie zurückgreifen können. Aber tendenziell kann sich jeder informieren und jeder kann Aufklärungsarbeit leisten. Und ich wünschte mir, das würde auch besser aufgeteilt, weil ich habe ja eh schon damit zu tun, Rassismus ohnehin zu bewältigen als Betroffene. Du musst dann noch die extra Arbeit dazu leisten, quasi dann andere aufzuklären. Genau. Ja. Es gab einmal so einen Moment, wo ich irgendwie im Café saß mit zwei weißen Typen. Und dann hat einer, und dann haben wir auch über Rassismus gesprochen, da meinte der, ja, aber es ist ja nicht so, als ob uns das jetzt betrifft. Also hier in Berlin gibt es ja keine Leute, die rassistisch sind. Und dann sagte der andere Typ, ja, ich kenne einen Rassisten, zumindest einen, und das bin ich selbst. Und ich war so schockiert, dass er es gesagt hat, weil ich dachte so, ich glaube, ich habe noch nie eine weiße Person gehört, die das einfach so übernimmt, aus so einer Selbstverständlichkeit heraus, das jetzt zu erklären. Mhm. Weil ich merkte schon, wie ich mich so bereit gemacht habe. Ja. Und gesagt, naja, also, ne? Und dann wurde es mir einfach irgendwie so abgenommen, ohne dass es übergriffig war. Und da war ich irgendwie, dann dachte ich so, aha, so könnte es auch sein. Mm, so könnte also, es auch laufen. Es könnte auch so sein, dass einfach andere Leute irgendwas sagen. Mm. Und daran bin ich noch gar nicht gewöhnt. Ich wünschte, es wäre öfter so. Ja. Ja. Dann lass uns mal deine Notiz, die du mitgebracht hast, an die Dartscheibe pinnen. Yes. Was steht da denn drauf? Da steht Diversity of Character and Activism. Super, ich kann es auch gerne erklären. Schnupfnase. Da, sehr gut. Diversity of Character and Activism. Perfekt. Genau. Dann gutes Werfen. Okay. Ich habe gerade versucht, irgendwo ganz. Also, ich versuche mal hier so. Sehr gut. Warte, ist das der Fall gewesen? Ja. Mhm. Okay. Du bist auf einem anderen Diversitätszentrum gelandet. Diversität, ja. Intersektional verstehen. Okay. Perfekt. So.
Gut. Sorry, dass ich so umschimpf. So. Dann erzähl mal, was du mit der Notiz meinst. Mit der Notiz, ich habe im Zuge dieser Sendung nochmal durch meine Notizen geguckt, die ich gemacht habe, während ich geschrieben habe. Da waren echt unterschiedliche Sachen dabei. Und da ist mir das nochmal aufgefallen, Diversity of Character in Activism, weil ich war extrem verunsichert, als ich dieses Buch geschrieben habe. Weil in diesem Buch schreibe ich oft, ich bin sehr konfliktscheu und ich spreche oft über die Situation, wo ich halt nichts gesagt habe. Mhm. Ich mache diesen Konflikt auch auf, dass ich irgendwie mir wünsche, dass Leute was sagen und Leute was ansprechen und Leute konfrontieren. Und gleichzeitig erzähle ich die ganze Zeit, wie ich oft nichts gesagt habe. Und in der Hinsicht, also viele AktivistInnen, die ich jetzt kenne, zu denen ich aufschaue, scheinen mir Leute zu sein, die immer was sagen würden oder die nicht konfliktscheu scheinen zumindest und die sehr gut sich streiten können. Und ich bin halt eine Person, die das nicht so gut kann. Und dann bin ich irgendwann mal darüber gestolpert, dass irgendjemand, leider weiß ich nicht mehr, woher ich das habe. Mhm. Aber es hat mir total geholfen, dass es hieß, dass auch es wichtig ist, zu merken, dass unterschiedliche Leute unterschiedlich veranlagt sind, also unterschiedliche Charaktere und Charakterzüge haben. Dass nicht alle Leute irgendwie, dass Aktivismus nicht unbedingt heißen muss, dass man streitfreudig ist oder laut ist oder irgendwie besonders konfrontativ oder schlagfertig, sondern dass man halt irgendwie seine eigene Art findet und auch trotzdem mutig bleibt, trotzdem versucht irgendwie immer wieder gegen diese Dinge anzugehen, aber in dem eigenen Charakter, sage ich mal. Und das hat mir total geholfen, dass ich dachte, ja, okay, vielleicht kann ich mit meiner Art einfach, sag ich vielleicht gar nicht, also vermittle ich nicht Informationen, die es nicht schon gibt, sondern ich mache sie vielleicht zugänglich für eine bestimmte Gruppe, die sich vielleicht noch nicht wiedergefunden hat in der Art, wie diese Informationen bereitgelegt worden sind, sozusagen. Ich hoffe, dass das jetzt absolut, nee, 100%, ja, klar. Dass auch jeder sozusagen die Stärken findet, auf diese Art dann Aktivismus zu betreiben. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen, aktiv zu sein oder Aktivismus auch zu betreiben. Genau. Und ich finde auch, du hast in deinem Buch, wir müssen auch schon zum Abschluss kommen, aber in deinem Buch hast du am Ende auch nochmal sehr schön zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Also du hast auch so einen Aufruf geschrieben, findet einander, eure Geschwister, Familie, Freunde, Menschen, die euch unterstützen und ihr müsst quasi nicht alleine für eine Sache kämpfen und gleichzeitig aber auch, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität oder den eigenen internalisierten rassistischen Haltungen wahnsinnig schwierig ist und langwierig, aber sich immer lohnt, weil das eben auch dann zu einer gewissen Freiheit führt oder das ist ja auch Glück, glaube ich, geschrieben, ne? Ja. Das eben auch zu Glück und zu einem freien Gefühl führt am Ende. Und das finde ich total schön, weil das so am Ende nochmal sagt, Leute, es lohnt sich, diese Arbeit auch wirklich zu leisten. Ne? Also für euch selbst, aber auch für andere. Ja. Und deswegen nochmal hier alle, dieses Buch, ja, lohnt sich wirklich absolut. Bitte lest es alle. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, Alice. Ich freue mich auch sehr, danke. Genau, ich hoffe, dass ganz viele Menschen dein Buch noch lesen werden und dass es viele Leute erreicht. Diese Sendung und viele andere könnt ihr auf Facebook und auf YouTube auch nochmal schauen, weil sie so schön war. Das war es jetzt auch schon von uns und wir sehen uns zum nächsten Mal bei Raum für Notizen. Ich bin hier. Ich weiß nicht, ich bin da.